Ich hab das Ding gesehen. Richtig, und der Hand kräht. Hand kräht? Es geht immer so. Okay. Ja, der Schocker, genau. Was? Oh, Alter! Boah! Und deswegen, liebe Kinder, haltet ein Defibrillator niemals jemanden ans Ohr. Es könnte zu spontanen Herzstillständen führen, dann müsst ihr sie tatsächlich reanimieren. Nee. Ich will ja auch einen Defibrillator machen, aber das hat jemand natürlich keinen. Was? Ich will ja auch einen Defibrillator machen. Ein Herzstillstand, Herr Beppe? Ja, das wird das nur im Film anders gezeigt. Warte, was? Wenn dein Herzfrequenz übelst hoch ist, dann schockst du den, damit das aufhört und dann im Optimalfall von allein wieder anfängt. Warum fängst du mit einer Herzdruckmassage an? Ach so? Also. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Mist, aber so habe ich es verstanden, ja. Okay. Interessant. Eigentlich ist es so. Wir werden es rausfinden. Egal wie. Ja, tschüss. Fang ich mit. Oh, haben wir Spaß. Okay, gut. Und damit herzlich willkommen zurück bei Ab in die Tiefe. Wir werden heute wieder Monster schocken und unser Leben. Und eure Herzen. Vielleicht. Zwinkel, zwunkel. Oh, kleine Wohneinheit. Eingerichtet sogar. Umkleiden. Okay, interessant. Ich habe schon eine Umkleidekabine gehalten. Oder, achso, nee, du bist woanders, ne? Achso, oh, hier geht's sogar noch eine Treppe nach oben. Nee, Kaffee hält warm, brauchst keine Heizung. Ah ja. Ey, sieht aus wie mein Büro. Aber 1:1. Und da gingen sie und da schleimten sie in den Sonnenuntergang. Ich habe ihn geschockt. Keine Ahnung, wo du bist. Falls du mich hören kannst. Sky. Sky? Sky? Sky, wo bist du? Sky? Boah. Da geht's nach unten. Da ist die Diving Bell. Jetzt ist die Frage, wenn Sky gestorben sein sollte. Wo ist er hin?
Wir waren hier unten lang gegangen, achso. Ich sehe halt in der Ferne auch nichts leuchten oder so. Verdammt. Da ist er immer noch. Und da ist überall ein Zaun, ne? So, wo könnte Sky jetzt hin sein? Wo hat er ihn hingeschmissen? Ja, die Taschen wir wahrscheinlich noch brauchen. Au. Oh nein. Au. Wo könnte er ihn hingeschmissen haben? Verdammt, Sky, wo bist du? Wahrscheinlich schreit er mich schon die ganze Zeit an und wenn wir sagen, nein, da lang, nein, geh links, ich lieg da hinten, oh! Irgendwie so. Was ist das? Was ist das? Ich ignoriere das mal gekonnt und such weiter Sky. Das ist Rainer Kallmund, okay. Ich meine, wenn er auch irgendwo gestorben sein sollte, dann müsste ja auch irgendwo die Kamera rumliegen. Der ist einfach ins Gebäude und nach unten. Alter, sind die Schritte laut. Ist halt die Frage, ne? Wo ist Sky halt hin? Oh, Laser. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche hier nicht unten sein. Verdammte Axt. Terras Name, das ist auch noch eine Sackgasse. Und der Sauerstoff wird langsam knapp. Och, das ist ja noch schlechter. Ja, das ist schon wieder die Sackgasse, verdammt. Keine Orientierung, der Junge. Ich hätte nach links gemusst. Durch die Tür. Genau, und dann kamen ja hier die Laser. Genau. Shockboy ist leer, verdammt. Ich hätte einfach gleich zur Diving Bay gehen müssen, um zu schauen, ob er sich überhaupt noch bewegt.
249. Es hat sich gerade etwas um einen Meter verschoben. Jetzt. Verdammt, was war da los? Wahrscheinlich wurde von irgendeinem Vieh rumgetreten. Oh. Hallo. Hallo. Alter, was war das denn für ein wilder Ritt? Ich hatte einen Traum, ich sag's dir. Ich hatte einen schlanken Schabber, der war unsichtbar, ne? Hat er mich von hinten gepackt und so hart in den Boden geworfen. Okay. Ich bin durch den Boden in den Erdkern geflogen. Und es hat keiner aufgezeichnet. War ja nur ein Traum. Ja gut, das stimmt allerdings. Na gut, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ja. Alles klar. Gut, ne, bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Mitmachen. Und er tanzt aber fröhlich ab. Jawohl, ich mach mit. Yeah. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die lieben, tollen Kommentare. Und wie gesagt, danke fürs Mitmachen, Sky. Gerne, tschüss. Jo, ciao, Nachti und bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao mit V.